Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer frisch geschorener Crush for the Fake 89 zurück bei Let's Play Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Nachdem wir letztes Mal nun das heilige Schwert erschaffen haben, ja, könnten wir eigentlich schon direkt zum Finale, aber ich habe mich umgeguckt und in Mechborn gibt es tatsächlich hier noch eine kleine Nebenquest, eine frische neue. Es ist das Mädchen, das, oh Mann, der hat das noch ein Anliegen. Weil ihr mussten wir ja, damit es ja besser geht, ein Knuffi zeigen. Sie würde es ja noch einen sehen, oder? Oh, warum habe ich bloß gesagt, es ist mir so rausgerutscht? Gibt's ein Problem? Es ist bloß. Ich ging's mir richtig gut. Ich bin leider draußen gegangen und habe Knuffis gesucht. Aber dann bin ich sofort wieder krank geworden. Meine Schwester hat furchtbar geschimpft. Sicher hat sie sich groß Sorgen um dich gemacht. Ja, das weiß ich auch, aber trotzdem bin ich irgendwie sauer auf sie. Ich will ja das für uns wieder vertragen, aber jedes Mal, wenn ich mich entschuldige, will, streiten wir nur wieder. Verstehe, da ist so das lange Gesicht. Ich frag mich, was würde Knuffi machen würde. Dieser Knuffi? Ja, der Knuffi aus dem Buch, das ich ihm gelesen habe. Da ging es um einen wilden Räuberkönig, das ein Junger gefunden und dann lieb wird. Haben wir so einen Knuffi schon erschaffen? Ich habe in letzter Zeit sehr viele Knuffis erschaffen. Also Freundschaft ist ein Knuffi entstanden, der jetzt irgendwo in anderen lebt. Der Knuffi weiß, wie sich sogar die größten Streithähne wieder vertragen können, wenn ich ihn bloß fragen könnte. Dann weiß ich, was zu tun ist. Ich werde diesen Knuffi herbringen. Was? Ganz ehrlich? Na klar. Dann kannst du dir anhören, was er zu sagen hat und dich vielleicht mit deiner Schwester versöhnen. Okay, vielen Dank eben. Na schön, dann machen wir das mal. Ja, den haben wir. Sieh mal, ich habe den Knuffi dabei, von dem du erzählt hast. Arigato. Vielen Dank, es sieht wirklich genauso aus wie dem Bilderbuch. Du, sag mal, Vicky. Ich habe mich mit einer Schüssel gestritten. Das weiß ich nicht mal, wie es gut, wieder gut machen soll. Bam! Wow! Kiwiki! Meinst du wirklich? Verstehst du die Knuffi-Sprache? Ja, irgendwie schon. Bam, bam, Vicky, wie? Da hast du wohl recht. Wenn ich mit meiner Schwester spreche, das Ganze sieht sich gar nichts. Und vielleicht ist es noch zu früh für mich, leider draußen zu spielen. Jetzt schmecke ich mit meiner Schwester zusammen. Ah, Vicky, Power! Ich drücke euch beide die Daumen. Nee, nee. Du, wegen euch ist du mir nicht alt, weißt du, ich. Wenn ich. Ah. Ich hätte dich kein Fieber bekommen. Nein, ist schon gut. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Ich war einfach so erschrocken. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Lass doch nicht mal zusammen zum Spielen rausgehen. Aber natürlich suchen wir zusammen nach Knuffis. Danke! Ja, ganz du lieb. Und so wie es aussieht, haben wir das dir zu verdanken. Ja, wenn du hast ein großes Herz. Ist schon in Ordnung. Mach dir einfach nicht so zu viel Sorgen. Deine kleine Schwester ist schon im Berg, da bin ich sicher. Alles klar. Oh, das gibt Shanti sogar ein neues Level up. Hätte ich nicht erwartet. Na gut. Ich glaube, dann hätten wir hier alles erledigt. Es gibt zwar noch ein paar übrige Nebenquests, aber die können wir auch in der Afterstory noch machen. Weil dann müssen wir sowieso noch einige Level farmen, damit wir auch noch diese letzte DLC noch zusätzlich machen könnten. Und einen weiteren DLC gibt es ja auch noch. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmals zurück nach Minneapolis. So. Oh, warte. Ich muss vorher noch gucken beim Regierungsmodus. Ob da noch was ist. Oh ja, die volle Königskasse wieder. Alter, wir haben fast die 10 Mille zusammen. Das ist Wahnsinns. Gibt es noch irgendwelche Nebenquests? Ich sehe bislang nichts. Da gibt es nur zwei unerfüllte Aufträge bislang, aber ansonsten habe ich nichts. Leider kann ich mir jetzt aktuell keine weiteren Waffen und Rüstungen herstellen. Dafür fehlt es mir leider an Gulden. Da muss ich erstmal wieder was zusammenbekommen. Da bräuchte ich ein paar besessene Monster, die ich dafür bekämpfen wollen würde. Gut, aber reden wir jetzt erstmal mit Roland. Es wird Zeit. Die Könige sind bereits zusammengetroffen. Nun wird es Zeit. Pandemos. Naja, aber zuvor. Ich überlege mir gerade, wir könnten doch noch. Kann ich das nur vergessen?
Könnte mal nachgucken, ob sich wieder die Chance gibt für einen weiteren Militäreinsatz, den ich verpatzt habe. Schauen wir mal, ob... Nee, steht gerade nicht zur Verfügung. Das war nämlich hier in der Nähe. Mann, wie blöd ist das denn? In der Wüste waren... Ja, da waren einige. Dann gehen wir mal zum Wüstengefilde und machen dort ein paar Militäraufgaben. In dem Spalt ist da schon mal was. Da. Da haben wir zum Beispiel noch was. Vielleicht, wenn ich dadurch die Militäraufträge gemacht habe, kommt dann die andere Verpatze wieder zum Vorschein. Schauen wir mal. Obermutzels Ambitionen 3? Ich habe ja gerade noch nicht mal den zweiten Teil gemacht. Der will es noch mal wissen? Na schön, und wie steht's mit der anderen, die ich jetzt auf der Karte gesehen habe? Da oben bei der dünnen Grotte in der Nähe. Ich frage mich, ob es auch noch einen weiteren Reisepunkt gibt. So, da ist es. Was ist das jetzt für eine Mission hier? Also für einen Militäreinsatz. Manöver auf sandigem Boden. 55! Ui. Was gilt es denn hier zu machen? Ich probier's mal. Kann er nicht schaden. Evans Armee wird besiegt, okay. Das ist... Oh Mann, das ist noch eine härtere Variante von dem, was wir schon vorher hatten. Oh shit. Ja gut, darauf darf ich dieses Mal nicht hereinfallen. Da muss ich natürlich noch mehr zur Verfügung stellen, als nur das, was ich gerade habe. Diesmal nehme ich wirklich gehe es aufs Äußerste aus. Oder... Sandstrandschwestern. Und... Ehrenkiller. Mache ich wieder alles ausgeglichen, aber da habe ich mehr Chancen. Da hätte ich es beinahe verbockt, als ich nicht ausgeglichen genug gekämpft habe. So, Hämmerer. Die Handwerkerfront. Da habe ich so viele Hämmerer jetzt so hoch trainiert wie sonst was. So. Die ganz vielen Gulden, die ich habe, sollen ja wirklich, ja, die sollen ja gut gebraucht werden. So. Ja, das werden wir schon, keine Sorge. Dann mal los. Machen wir. In die Hölle heiß. So. Schwertkämpfer nach vorne gegen die Hämmerer. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. So, sehr schön. Oh Mann. Ich glaube, ich brauche ein paar Spezialmanöver. So, komm wieder zusammen, Leute! Ich würde wirklich aus möglichster Entfernung hier angreifen. Sehr schön. Und Schluss mit euch! Sehr schön. Geht sterben! Sehr nice. Komm wieder alle zusammen! Jetzt die Türme fertig machen! Sehr schön. Die kommen bestimmt noch. Okay.
Weil sie dann zu uns kommen, dass ich dann Türme habe als zusätzliche Unterstützung. Gut, immer los. Die Gegner kommen schon noch. Irgendwo stecken sie. Ich glaube, das wird eine Falle geben. Wahrscheinlich lauern hier wieder diese Aale. Diesmal ist es ein Gegner von seinem Büsch. Ich wusste es ja. Es sind keine Aale, aber immerhin sind es Gegner. Und noch zusätzlich! Oh mein Gott! Weg da, weg da, weg da, weg da, Leute! Komm schon, Leute, macht sie fertig! Oh, Vorsicht vor den Schüssen! Oh, die ist sogar besiegt! Das kann nicht wahr sein! Ich muss mich kurz erholen hier. Und warten, bis das sie wiederbelebt wird. Immerhin bleibt ihr nicht für immer und ewig K.O. Das dauert aber ganz schön lang. Na schön, ich brauche sowieso nur Hämmerer gegen diese. So, endlich, da kommt sie wieder. So, und jetzt aber. Jetzt erstmal die schnell fertig. Sehr schön. Das gibt Level Up wieder vom Feinsten. Oh Mann, die sind aber jetzt eine gemeine Kombination gerade. Da hilft nur die Speerkämpfe hier. So, jetzt reicht's aber. Kanone aufstellen. Zusätzliche Unterstützung. Ja, die laufen einfach davon, was soll das? Komm zurück! Was soll das? So, Schluss mit dem Aal hier. Ja, EP-Futter vom Feinsten. So, Schluss damit. Und Speerkämpfer vor. Schnell, schnell, schnell. Sehr schön. Jetzt weg da. Ich hoffe, die Einsatzmittel werden reichen. Haha, nice one. Oh. Das natürlich auch noch. Also die Einsatzmittel, da muss er immer genug Einsatzmittel parat haben. Aber läuft gut bislang. Schießen die auch noch uns und die haben wieder Kanonen. Die Kanonen erstmals fertig machen, die Türme auch. So. So, schnell weg kurz mal. Oh, das reicht ja bis hierhin. So, schnell den Turm, die Kanonen aufstellen. Schön. So. Mehr Vorteile für uns, desto besser. Lass die Kanone in Ruhe! Und tschüss. Oh ja. Yeah. Werden die Feinde hier umgehauen. Oh ja, geht gut voran bislang. So, schnell noch weitere Türme aufstellen. Ein paar Vorteile verschaffen. Oh. Was denn, sind das Pfeilkämpfer? Okay, passt schon. Fernkämpfer wollte ich sagen. Ich dachte schon, ich trete jetzt hier gegen Schwertkämpfer an und habe jetzt die Hämmerer vorne, die ja dagegen einen Nachteil haben.
So. Gut. Alle beisammen. Dann darf es weitergehen. Flammenbude können sie hier hinter verstecken. Hier komme ich! Euch mache ich kalt! So, gib mir den Turm. Na los! Ich drücke doch A, hallo! Warum das manchmal nicht funktionieren will? So, das sieht doch schon viel besser aus hier. Das bringt eigentlich nichts, hier diese Barrikaden zu zerstören. An denen kommen wir auch so vorbei. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Erstmal zurücktreten. Na schön. Okay. Wir brauchen Speerkämpfe hier. Diese Oinka. Oh shit. Ich seh's. Die lassen nicht locker. Erwartet. Hä? Wieso nicht? So, jetzt er. Vergiftung! Nun aufstellen! Eieiei, mir gehen langsam die Einsatzmittel aus. Das ist Wahnsinn, wie viele sind das hier? Okay. Ich seh's. Ach du Scheiße. Auch noch solche. Sehr schön. Down. Das gibt Level-Ups. Alter. Oh nee. Muss man einen Spezialangriff nutzen. So, okay. Was war's mit den Riesenviechern? Und tschüss. Immerhin. Das lief gut. Ich hätte sie weiter nach hinten locken müssen. Zu den Wachtürmen. So. Schön. Geht gut voran hier. Wir haben keine Chance. Wir haben sie bald. So, unsere Gegner natürlich. Die bauen sie alle. So, wir haben es bald. Ach du Scheiße, ein Drache. Er kommt auch noch dazu. Oh fuck, muss aufpassen. Ich glaube, jetzt kann ich auf keine weiteren Spezialdingen setzen, weil die Einsatzmittel gehen mir langsam aus. Sehr schön. Okay. Die manövern sich die Einsatzmittel auch zusätzlich durch die Angriffe meiner. Also durch das Besiegen anderer Gegner. Oh shit, jetzt fliegt er auch noch. Muss aufpassen. Ach, das noch, der erschafft Meteoriten. Hört er damit auch auf? So, jetzt aber. Angriff! Warum sind eigentlich meine Pfeilkämpfer? Was sind meine Fernkämpfer vorne? Wir haben ihn aber fast. Er schafft er wieder Meteoriten! Oh! Shit! So, jetzt ist Schluss! Beste Droh hier! Der ist gleich down! Wow, das gibt EP! Bist du des Wahnsinns! Ja, wir haben es geschafft!
Wer hat dich doch gelohnt? Für die Zukunft unserer Welt! Geiler Scheiß, Mann! Oh yeah, Baby! Woo! Ging sich gerade noch so aus. Aber ich will auch wirklich darauf achten, dass alle meine... ja... meine gesamten... Truppen hier... bestmöglich gestärkt werden. So, dann machen wir noch schnell diesen Militäreinsatz hier. Oh, spannend, spannend, es geht wirklich gut ab. Moment, Moment mal. Lass mich mal gucken, ob der... Nope, immer noch nicht. Ob das jetzt auch so schnell nicht mehr zurückkommen. Möchte ich wirklich wissen, wo... Oh! Da ist noch ein besessenes Monster. Hm. Und da ist auch noch ein Militäreinsatz. Frag mich, was man bekommt, wenn man alle Militäreinsätze schaffen kann. In der Nähe von Nürswald, vor dem ist auch eine, wo ständig ein Dieb fliehen kann. Also wo man den, wo man beim Dieb daran hindern muss, dass er flieht. Da hatte ich auch immer so meine Probleme, weil er immer vor einem viel zu schnell davongerannt ist. Hier bei Orca heißt das, ha? Huh? Das ist ein besessenes Monster. Gut. Das würde ich mir merken. Sonst gibt es ja keinen weiteren Militärsatz außer den, die ich bereits gesehen habe. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zu den einen hier. Da. Der ist eh so schnell da. Also. Ich liebe es, das Reisen mit dem Flieger ist einfach auch noch nur. Ich kann es immer wieder sagen, das Reisen mit dem Flieger ist. Epic! Und ich bin froh, dass wir das jetzt zur Verfügung haben. So, na gut, dann spielen wir die Nummer 3, obwohl wir noch nicht mal die Nummer 2 gespielt haben, ne? Hm. So. Wieder das Geld gut investieren, die Kronen gut investieren. Hm. Jetzt schauen wir mal. Die Wildfangschwestern bedarfen noch einiger Verstärkung. Also bedarf es noch an. Hm. Obwohl die Verteidiger genauso. Die Geheimpolizei unter anderem. Oder die Geheimnisbrigade. Ich schlag vor, die Wildfangschwestern dürfen mal wieder ran. Oder... Nein, komm, lassen wir die. So, unter den Speerkämpfern. Wer ist aktuell der Schwächste? Die Schwarzmagie-Kompanie. Virenkiller, was denn? Wen haben wir den Schwächsten? Oh. Bonitum-Männer. Nein, die Riesenschlangen. Alles klar. Oh, es bleibt weiterhin bei der Handwerkerfront hier. Die Hämmerer habe ich wirklich gut alle gut trainiert hier. Okay. Na gut, da werden wir schon. Das werden wir schon hinbekommen. Vor allem, die Levels sind aber wirklich noch schwach aus. Aber ich vermute, die haben noch einige Asse im Ärmel. Ich wette drauf. Hm. Wie wird das am besten aufgestellt hier? Ach, ich drehe es ja eh noch richtig rum. Also, das passt schon. Na? Nein, der lernt's wohl nie. Müssen wir das auf Zeit wieder machen? Ich habe das jetzt nicht gesehen, die Siegerniederlage bedingt. Nein, wir müssen alle Gegner bezwingen. Aber die sind alle sehr schwach. Ist ja nicht der Rede wert hier. Guck dir das einer an. Bislang kein Problem für uns. Okay, wir müssen die Türme zerstören, ich merke schon. So. Und hier noch eine Kanone. Oh, jetzt ist mir der Fels komplett im Weg. Hey, ich komme da nicht runter, was ist das? Okay, ich muss durch das Tor. Hey, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Was ist eigentlich hier oben? Hm.
Ich will mich ja... Jetzt, wo ich die Zeit dafür habe, will ich mich natürlich in aller Ruhe umgucken. Man hatte die Gelegenheit dazu, ne? Würde man auch nutzen. Mann. Da könnte doch irgendwo eine Überraschung auf einen warten. Normalerweise. Aber hier ist bislang nichts. Einfach gar nichts. Tja gut, dann. Ah, durch das Tor, come on. Ah, was man da vergessen muss. Ja, irgendwas haben diese Kerchen vor. Warum drücke ich jetzt mit dem Schulterknopf, ich Depp? Ach, der Turm. Schnell weg damit. So. Eine Kanone! Aua! Ach, Mann! Kurz bevor ich fertig wurde. Kanone nervt langsam. So. Gut. Soweit, so gut bislang. So, und schauen wir uns mal hier um. Die nächste Gruppe, die zu bekämpfen geht, und vor allem noch eine weitere Kanone. Oh! Aha, eine Basis! Jetzt weg! Pisst euch! Macht sie fertig! Schön. So! Sehr schön. Damit kriegen wir immer wieder als Einsatzmittel nachgereicht. Und die Kanone greift einfach mal die Barrikaden die ganze Zeit an. Warum auch nicht? So, weiter im Programm. Lauft, Leute, lauft. Die nächste Kanone. Und der nächste. Und auch die nächsten Gegner spawnen einfach direkt bei mir. Klar. Oh, es passt schon. Ich hab keine Chance. Versucht es erst gar nicht. So. Oh. So. Gut. Ich weiß, dass es zwar nichts bringt, aber ich stelle trotzdem gerne nochmal eine Kanone auf. Dann komm schon. Ist mir doch erlaubt. Nur so zum Spaß. Und für den Fall, dass ich Gegner hierher locken könnte. Dann erwartet sie eine böse Überraschung. So, gib mir den nächsten Turm. Haltet die Gegner dabei fern. Oh, nächste Basis. Weg damit. Bevor noch mehr Gegner kommen. Na los, greift die Basis an. Sehr schön. Jetzt den Turm. Zerstört ihn. Na, nicht mit mir. So. So weit, so gut.
Komm nur, Freundchen. Du hast keine Chance. Zerstören unsere... Jetzt aber Schluss hier! So. Hm. Der greift einfach mal und... Aber gut, das hat sie mir nicht beschäftigt. Nice! Okay. Das war eigentlich eine recht einfache... Militärschlacht. Nichts Besonderes, muss ich sagen. Na gut. Es geht noch schlimmer. So, das hätten wir auch geschafft. Tja, wir haben noch ein bisschen Zeit für den Part. Was meint ihr? Ich würde sagen, wir fordern noch schnell dieses eine besessene Monster heraus. Ich denke, wir müssen stark genug dafür sein. Kommt auch ganz einfach hin. So. Wo ist es denn? Da, auf der Insel hier. So. Ah, ist wieder so ein Tintenfischmonster. Eine strafende Hitzeklinge, das klingt doch auch ganz nice. Hm. Wo ist sie denn? Was ist sie so schwach? Das darf doch nicht wahr sein. Was für ein Bullshit. Na, was soll's. Okay. Wie viel Level hat das? 40! Pustekuchen. Also müssen wir nicht mal den Kampf-Equalizer dafür bemühen. Aber ich mach's halt trotzdem. Weil ich's halt kann, ne? Und wir haben ordentlich Gulden für den Kämpfen auch bekommen. Das finde ich nice. So. Nächstes besessenes Monster und danach können wir uns um die Story kümmern. So. So, aufpassen. Oh, shit. Da hat er mich nicht in Ruhe gelassen. Oh, nice. So. Okay, mal sehen, was er schönes macht. Oh ja, eine schöne Elektroattacke. Uff, dass er mich damit verfehlt hat. Oh nein, nein. Was? Wurde noch betäubt? Wurde noch rechtzeitig aufgehalten? Okay, ich beklag mich nicht darüber. Und das wär's. Gesagt, easy peasy. Ein wirkliches Problem für uns. Ritterstiefel. Kein Ding. Also ich glaube, wir müssten wirklich jetzt schon mit jedem besessenen Monster aufräumen können, aber gut, ich will mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, was das betrifft. Ach, schade. Ganz knapp. Das wären bislang die besten Stiefel, die ich gehabt hätte, aber ja. Was soll's? Na gut, liebe Leute. Dann... Ich schlage vor, wir werden da hier noch diesen... Oh, Narrenwald. Da war es. Okay, ich kann es noch probieren. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal ab dem nächsten Part. Hm. Aber hier war jetzt auch noch einer, der ist auch schon wieder weg. Ah, das war ja klar. Die Militäreinsätze verschwinden immer, kommen und gehen, wann sie wollen. Man weiß nie, wann immer der nächste kommt. Aber auch hier bei, ja, Minneapolis gibt es wieder einen. Ich glaube, wir müssen weiter nochmal Minneapolis verteidigen. Ja, damit machen wir dann den nächsten Part weiter. Wenn mir gefallen, wusstet ihr, dass ihr bestimmt ist, einen Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen.
Und dann sehen Sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ja, also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Ni no Kuni 2, Schicksal des Königreichs. Also, viel Sehen und Tschüsschen, Leute.